Schreiben Sie uns auch sehr, sehr gern auf, wie Sie gescheitert sind. And now I'm going to touch your Bosnian souls. Feministinnen sind schier, grauslich, humorlos, haben keinen abgekriegt und da willst du sicher nicht dazugehören. Mir ist das überhaupt nicht klar. Ich weiß nicht, ob es im Publikum schon angekommen ist, aber es gibt keine objektive Wirklichkeit. Das Gefühl des Versagens. Ach Gott! Hey! Und wie es weitergeht, siehst du vielleicht im zweiten Teil. Die Gesellschaft wünscht sich persönlichen und kollektiven, meist eigentlich wirtschaftlichen Erfolg. Ewig während den Wettbewerb und das Ziel ist immer Platz 1. Zum Beispiel gibt es die Forbes-Liste der reichsten Menschen der Erde, aber es gibt keine Forbes-Liste der ärmsten. Erfolg ist laut und schreit, hier bin ich, geht in den Mittelpunkt. Und das Scheitern, das schämt sich ganz allein und wird irgendwie in die Ecke gedrängt. Und wenn man sich schämt, dann schämt man sich vor anderen. Und deswegen ist Scheitern eigentlich etwas Soziales. Die Menschheit wird eigentlich von Anfang an vom Scheitern begleitet. Denn schon bevor ein neuer Mensch entsteht, geht auf dem Weg zur Eizelle fast alles nur Erdenkliche schief. 200 Millionen Samen machen sich auf den Weg zur Eizelle, ein Spermium kommt an. Die meisten Menschen werden nicht geboren. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Come-Together-Cocktail-Party in Sarajevo von den Expatriates, wie sich das drei Grazer Schauspielerinnen vorstellen. Wie geht es Menschen, die ins Ausland gehen, allein oft ihre Familie in Graz zurücklassen? Was gibt es da für Arten von Entwurzelung, von Einsamkeit? Auf der einen Seite geht es ums gesellschaftliche Bild, auf der anderen Seite interessiert uns immer die persönliche Dimension von so einem gesellschaftlichen Phänomen wie diese, sage ich mal, gehobene Migration. Diese grobschlächtige, diese niederträchtige Volksmusik in Österreich. Das darf ich ja gar nicht sagen. Ich bin ja Auslandsösterreicherin. I have to represent the country. Der Österreicher ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit der gefährlichste Mensch überhaupt. Damit mir nicht langweilig wird, stelle ich mir diese Männer nackt vor. Also, entschieden habe ich kein Verlangen nach meinen Kollegen, aber es ist gut, die Zeit zu vertreiben. If you need a plumber, for example, you don't call a plumber in Bosnia. You have to know somebody who knows a plumber. And then you get the telephone number. And then you call the plumber. And then he tells you, call me back tomorrow. But why tomorrow? Why not today? I don't understand it. It's very cute. And we're proud of it. We're so proud of it. Yes, we're proud of it. There's no doubt. Die Lisa Hinterreitner und die Martina Rusan werden mit A Scripted Situation eine partizipative Performance für 30 Personen hier im Studio machen. Dabei geht es sozusagen um eine Anleitung, wer ist Zuschauer, wer ist Akteur, die Grenzen verschwimmen und es soll eine soziale Choreografie zum Thema Scheitern entstehen. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Das Jahr neigt sich zu Ende und es ist ja so, 2014 hat sich enorm viel getan. Es waren zwei große Themen, die vorgekommen sind in den Medien. Der Streit, besser gesagt, um genderneutrale Sprache. Das ist eine Diskussion, die sich tatsächlich vom Frühjahr bis in den Herbst durchgezogen hat. Das ist irgendwie in einer Emotionalität passiert, wie noch nie zuvor, meiner Ansicht nach. Wir haben jetzt die Sprache, diesen Pullover, den hat man vor langer Zeit gestrickt.
Jetzt zieht man diesen Pullover an und merkt, irgendwie passt er nicht mehr recht, er zwickt. Ja, der ist irgendwie da zu kurz und da zu lang und irgendwie fühlt er sich nicht mehr richtig an. Und man hat das Gefühl, entweder müsste man jetzt mit dem Pullover was machen oder sich ganz einen neuen kaufen oder den Pullover ein bisschen herumändern, um sich wieder wohlzufühlen. Das ist so ein bisschen, wie wir uns in der Sprache wohlfühlen. Also wenn wir früher von Wählern geredet haben, waren es halt wirklich Wähler. Mhm. Aber wenn wir heute Wähler sagen, sind es nicht mehr nur Wähler, sondern auch Frauen. Und das ist ein Unterschied. Das heißt, der Pullover passt nicht mehr. Mädchen können mittlerweile auf Bäume klettern, Jeans tragen, egal was, böse sein, laut sein, die eröffnen sich gerade das gesamte Verhaltensrepertoire. Für Burschen, wenn die mit einem rosaroten Shampoo in den Kindergarten kommen, sagt die Pädagogin zu ihm, also ist meinem Sohn passiert zum Beispiel, geht es auf ein Mädchen, ein Prinzessinnen-Shampoo, ja? Also ich meine, sprich, für Burschen ist es im Moment ganz, ganz schwierig, sozusagen sich dieses Verhaltensrepertoire auch zu erarbeiten, sich unabhängig von den Geschlechterrollen zu entwickeln. Das heißt, dort ist ein Riesenproblem. Mich wundert es gar nicht, dass 17-Jährige dann finden, dass das irgendwie kein Thema für sie ist, weil es nicht ankommt in der Früh. Also schon in der Frühkindpädagogik müsste man eigentlich damit beginnen. Es ist zweifelsohne so, dass Feminismus ganz stark im Netz passiert. Sollte da der digitale Raum, wo viel politische Diskussion passiert, geregelt werden oder sehen Sie da überhaupt keine Möglichkeit, das so zu verbessern auf diese Art? Identitäten, die es im Netz gibt, da stecken ja Menschen dahinter und das sollten wir uns wieder bewusst werden. Mhm. Auch wenn es ein Nickname ist, es sind Menschen, die andere Menschen mit angreifen. Mhm. Und das muss man thematisieren. Diese Hashtag-Kampagnen, sie sind großartig, sie gibt es immer wieder. Und es zeigt halt einfach, dass zum Beispiel bei Aufschrei zehntausende Frauen, Lesben, Intertranspersonen über ihre Sexismus-Erfahrungen berichtet haben. Und in Deutschland kam kein Medium mehr davon vorbei. Die ganzen TV-Sendungen mussten irgendwie sich dem Thema annehmen. Warum? Weil irgendwer angefangen hat, es zu twittern. Also es funktioniert schon. Würde sich nicht jemand wirklich bedroht und ängstlich fühlen und hätte das Gefühl, jetzt mit Gewalt etwas festhalten zu müssen, dann würde man nicht so emotional reagieren. Menschen in weißen Anzügen finde ich prinzipiell suspekt. Herzlich willkommen hier im kuscheligen Ambiente. Bin aber drauf gekommen in diesen 7 Jahren, dass ich auch ein location-empathischer Mensch bin. Ja? Fühle mich sofort ein in diese Mehrzweckhallen und so. Also man will sie sofort aufhängen, wenn man reinkommt. Seit es die Menschheit gibt, ja, seit zum ersten Mal ein Affe ein Wort gesprochen hat, ja, noch nie ist dieser Satz gefallen. Ja. Warum ich da bin, oder weil jeder so ist, wie jeder ist, oder? Dass jeder so scheiße ist, wie er jeder, oder? Dass der Darabosch, bitte sag mal, Darabosch, warst du im Zivildienst? Darabosch, sag mal das, du Haberer, du. Aber Hauptsache, du kannst irgendwas einberufen. Ich würde gern all diese Herrschaften einladen, einmal für eine gemeinsame Dichterlesung, oder? Das wäre doch großartig, also in diesem Rahmen wirkt das doch noch viel mehr. Dieser ganze Abend steht ja unter einem sehr eigenartigen Motto, nämlich dem Scheitern, beziehungsweise genauer gesagt erfolgreich, erfolglos. Scheitern kann sehr komisch sein manchmal, kann aber auch ein bisschen schmerzhaft sein. Hand in Hand hätten wir uns vom Eiffelturm runtergestürzt damals. Da sahen wir noch anständig aus. Jetzt ist es zu spät. Die würden uns nicht einmal mehr rauflassen. Lesefibel, Mathe-Test, Kinderbibel, Hausarrest, Opertod, Beerdigung. Pussy-Album, Gymnasium. Pfui, das ist Gacker, leitet die letzte Etappe der Elternschaft ein. Man ist nun offiziell fähig, die eigenen Kinder so zu erziehen, dass die Erde ein schlechterer Ort für alle werden kann. Diese Geschichte handelt von einem Alpenkreis. Die Wangen bleich, das Hemd voll Schweiß, denn er ist wie jeden Morgen aufgestanden, um nebenan mit seiner Frau zusammen den Tag zu grüßen, die Gardinen aufzuspannen, doch... Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, dass ich keinen Eindruck hinterlasse. Bluthochdruck, Depression, Herztabletten, Illusionen, Größenwahn, neuer Markt, Börsencrash,
Herzinfarkt. Denn schon seit der ersten Reanimation steht das Mikrofon meines Trommeltongrammophons unter Starkstrom. Beim Anfang beginnen und einen Fehler immer wiederholen. Den einen machen, mit dem man ausgezeichnet ist. Und was nützt es dann, mit allen Wassern gewaschen zu sein? Ich zähle diesmal runter. 3, 2, 1 und bitteschön. Die Noten nach oben auf 1, 2, 3, 2, 1. Wertung nach oben bitte jetzt. 26,6 Punkte. Jetzt wird das Zusammenrechnen schon ein bisschen schwer. Ich gratuliere Ingeborg Bachmann zum zweiten Platz. Einen Applaus bitte für Thorsten Wolf. Jawohl. Die Wahrheit ist so gewiss, als dass ich sagen könnte, ich hätte Amadie von Gallien mit eigenen, diesen eigenen Augen gesehen. Onkel, bitte, nehmt Vernunft an, ihr könnt kein fahrender Ritter werden. Gott gab's. Wir haben gesiegt. Alle Fanfaren, was für ein mächtiger Gegner. Darüber wird man noch Lieder singen, Sancho. Lieder! Sancho, du musst wissen, das fahrende Rittertum gleicht einer Wissenschaft, die alle Wissenschaften der Welt in sich vereint. Mein Herr, was habt ihr denn? Habt ihr denn die Augen hinten im Kopf, dass ihr sie nicht seht? Strahlend wie die Sonne am Mittag. Die einen sagen verrückt, aber vergnüglich. Andere meinen kühn, aber unselig. Und wieder andere meinen ritterlich, aber ungebührlich. I said I'm the king of shit. Och jeder, der hier sitzt, weiß das zu sehr. Auseinander gehen zu drehen. Aber lass den Thomas los, lass den Thomas los, wenn er versteht.